Organisiere ein Public Viewing innerhalb von einem Tag fürs nächste Deutschlandspiel. Ja. Oh, Leute, hier sind wir ja im Paradies. Wir haben lieber Gäste. Wir haben ja gesagt, wir gucken zusammen Fußball. Wir würden dann aber heute doch nicht bei uns zu Hause schauen. Yo, Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Chris kann alles. Heute, Leute, die EM steht vor der Tür und deswegen habe ich folgende Aufgabe für dich vorbereitet. Organisiere fürs nächste Deutschlandspiel ein Public Viewing. Es darf nicht in den eigenen vier Wänden stattfinden. Chris muss mindestens 5 Gäste organisieren. Seine Zeit ist abgelaufen, wenn das Spiel von Deutschland angepfiffen wird. Klar. Eine Baustelle. Regeln. Mehr als 5 Leute, es darf nicht zu Hause sein und du musst alles schön dekorieren und schön aufbauen und das halt wie richtig so Public Viewing Feeling ist. Bis maximal 100 Leute. Mehr dürfen wir nicht. 100 mehr darf man nicht. Aber sonst, wir dürfen ja in Köln davon schon wieder mehr. Bis morgen bis zum Anpfiff. Muss es stehen. Bis morgen bis zum Anpfiff. Wie viel haben wir jetzt? 13:12. 32 Stunden. Ja. Ab jetzt. 32 Stunden Zeit. Public Viewing. Also was ist wichtig? Wir müssen uns testen lassen, ich muss Leute organisieren und ich brauche die Location. Aber nicht zu Hause, ich hab's gesagt, ne? Ich hab eine Idee. Und wohin? Das sag ich nicht, aber wir fahren jetzt einkaufen erstmal. Einkaufen? Oh mein Gott, hab ich eine geile Idee. Also Leute, pass auf, ich hab einmal zum Bestellen. Jetzt einkaufen. So Leute, hier sind wir ja im Paradies. Captain Jack. Geil. Das ist die Deko, oder was? Ja, na klar. Fernseher, Flagge, alles fürs Auto, das brauchen wir nicht. Fanschal, na oder? Ja, langweilig. Was ist das? Ein Hut. Oh, das ist nur ein Dingshut. Ich glaube, das war's hier. Jetzt müssen wir aber noch in die Technikabteilung. Warum Technikabteilung? Darum Technikabteilung. Ich hab nichts was gekauft. Nein. Ah, ja. Warum kein Beamer? Der kommt auch, das ist Klo. Und das ist die Location! Du willst wirklich im Clay-Büro das machen? Ja. Aber Christi ist alles vollgestellt, ein Weihnachtsgeschäft kommt. Ja, wir werden das morgen alles regeln und es wird. Glaubt's mir, Leute. Aber das Wichtigste fehlt ja noch. Bier? Die Leute. Auch, aber die Leute. Die Leute! Ja, Max, um die Leute! Da muss man sich keine Sorgen drum machen. Die kommen von allein, oder? Wenn's geil ist, kommen sie von allein. Ist immer so. Jedes Restaurant, wenn's geil ist, kommen sie von allein. Und dann soll es auch hier sein. Na klar. Nächsten Tag. So, Max! Das ist alles. Deko ist an! Deko ist. Das ist alles. Pass auf, es werden hier jetzt Wunder geschehen. Eins sage ich dir, Max. Guck dir das mal hier an. Für was ich sogar sorge. Sogar auf den Bierflaschen ist heute EM-Modus. Na klar! Eine kleine 3x5 Meter Flagge, Max. Eine ganz kleine. Ganz geil. Alter Schwede. Gegen Gold-Rot-Schwarz, ja. Ach du Kacke. Oder wo ist kranker? Seitlich oder dahinter? Also seitlich sowieso auch, aber. Wir haben ja noch sogar landen und alles. Du hast schon alles gekauft. Jetzt lass mich doch mal hier erstmal meine Flagge festmachen. So, hier hinten ist was ganz Magisches heute, Max. Vielleicht ergibt sich hier die Möglichkeit, dass jemand braucht. Ich würde sagen, das ist so Pärchenecke. Schön mit Rot am oben. Pärchenecke. Oh, Chris, hast du ein bisschen verkauft, oder? Krieland ist da am Start. Irgendeine andere EM. Aber, Irland. Wisst ihr, was witzig ist? Wir machen das so, Max. Hä? Wir machen das so. Wir hängen die jetzt auf. Und der, der das heute als erstes erwähnt heute Abend, okay? Wir haben lieber Gäste. Ja, die kommen ja noch. Aber der Erste, der das heute Abend erwähnt, auf den müssen wir dann beide einen Schnaps trinken. Hut ist mittlerweile auch drauf. Oh, die sind geil. Siehst du die? Die anderen sind weg. Ganz wichtig. Max. Alter, Chris. Es ist krank. Herzlich willkommen. In Deutschlands schönsten EM-Spiel. Gut, aber mir fehlen ja noch die ganzen Leute.
Ja, das ist korrekt. Und wir haben nur noch ein paar Stunden Zeit. Ja, was ist jetzt los? Ich glaube, das sollte schon mal irgendwie telefonieren oder so. So langsam wird es. Also 5 Cache brauchst du halt, gell? Ja, ich hab ein gutes Gefühl. Yo, Jimmy, du hast heute Abend Zeit? wir haben ein geiles EM-Studio aufgebaut bei uns im Büro. Yo, du Sascha, also heute Abend, wir haben ja gesagt, wir gucken zusammen Fußball. Wir würden dann aber heute doch nicht bei uns zu Hause schauen. Yo, du hast heute Abend Bock zu kommen? Ich sag's einfach mal so ganz kurz und knapp. Heute Abend 72, 18 Uhr geht's los zum Portugal-Spiel. Also wenn du Bock hast heute Abend 18 Uhr, ansonsten spätestens 21 Uhr natürlich zum deutschen Spiel. Wir sind aber auch schon 18 Uhr zum Portugal-Spiel da. Du kannst aber natürlich auch ein, zwei Leute mitbringen. Oh Gott. Eieieiei, die Bude muss voll werden, Chris, die Bude muss voll werden. Also, so 3 Plätze sollten schon besetzt sein. Ah gut, wir 2. Ja, ich zähl nicht. Du zählst nicht, okay, 3 extra Plätze sollten schon besetzt sein. Inzwischen. Was geht? Was geht dein Plan? Geil, gell? Alter, Belli, ey. Ach, Sascha! Schick, Digga, schick! Gut, gell? Irgendwann später. Max, hast du geschafft? Du hast geschafft. Ey, Challenge bestanden, Digga. Leute, es war genug. Aber ich muss dir kurz was zeigen, gell? Ich zeig euch, wie es aussieht. Einfach bestanden. 12 Leute, herzlichen Glückwunsch. Abonnieren und liken, nicht vergessen. Ey, du